Also auf dieser Straße sind wir heraufgefahren. Die Straße wurde letztes Jahr in dieser Form angelegt und man muss auch sagen, für ungarische Verhältnisse von erstaunlich guter Qualität. Und geräumt wird die Straße im Winter auch. Und wir versuchen jetzt schön vorsichtig reinzugehen. Bei diesem schönen, herrlichen Wetter am 20. April, bei etwa 18, 20 Grad, schätze ich mal so. Nur der Wind ist etwas lebhaft. So öffnet man die Rollläden mit der Fernbedienung, hier bei der Eingangstür. Die Terrasse geht hier durch. Und da haben wir auch den ersten kurzen Blick in den Garten, aber da werden wir natürlich noch rausgehen. Hier wollte ich mal zeigen, dass die Terrasse weitergeht. Da gibt es auch eine schöne Stelle für die Stühle und für den Tisch. Und wenn Sie weiter in die Landschaft schauen möchten, kann man dort oben auch raus und dort gehen wir auch gleich hin. Und wir gehen dann auch rein in das Haus. Wenn man die Tür öffnet, kommt man in einen Vorraum. Hier auf der rechten Seite ist eine Toilette mit einem schönen großen Fenster. Also der Raum ist wirklich sehr hell, überall Fliesen. Und wenn wir hier rauskommen, geht es in das Badezimmer. Dieses ist auch sehr groß und geräumig, ebenfalls mit einem großen Fenster. Hier finden wir auch die Dusche, die Gastherme. Wenn wir hier rausgehen, sehen wir den grünen Garten. Und an der Treppe, wenn wir dort vorbeigehen an der Treppe, kommen wir auch in ein Schlafzimmer. Dieses wird seit längerer Zeit nicht benutzt, also man muss nicht unbedingt nach oben, um übernachten zu können. Hier ist dann auch noch eine kleine Kammer mit zwei Fenstern, das finde ich sehr gut, wo man verschiedene Geräte unterbringen kann. Das ist, denke ich, mehr als praktisch. Und hier kommen wir dann in die große, helle, lichtdurchflutete Wohnküche. Sie sehen ja, wenn wir hier reinkommen, sehen wir durch die zwei seitlichen Fenster den Garten. Und hier durch dieses Fenster haben wir einen ganz, ganz weiten Blick in die jetzt grüne Salaer Landschaft, die in ganz Ungarn am schönsten ist. Und dann drehen wir uns, um auch den Raum selbst zu drehen. Also da ist die Küchenecke, könnte man sagen. Hier ist, wenn wir es so formulieren wollen, die Esszimmerecke. Und hier auf der anderen Seite praktisch die Wohnzimmerecke, wo man sich auch gemütlich hinsetzen kann. Die Treppe rauf. Alles wirklich hell und sehr großzügig gestaltet. In der Ecke ist noch ein Badezimmer, also in beiden Etagen gibt es ein Badezimmer, auch hier mit Dusche und WC und mit einem Fenster. Hier sehen wir auch noch einmal die Treppe, wo ich raufgekommen bin. Und da ist auch ein kleiner Kamin oder Ofen, mit dem man im Winter heizen kann, aber vor allem im Frühling und im Herbst, wenn es noch nicht so kalt ist, dass man die volle Heizung braucht, dann ist sowas ganz, ganz praktisch. Und hier an der linken Seite, wenn wir aus dieser Richtung kommen, sieht man ja auch diesen kleinen Durchgang. Und da kommen wir noch in ein zusätzliches Schlafzimmer. Und ein Blick aus dem Fenster, den man sicherlich auch jeden Tag gerne so genießen möchte. Und wir gehen dann auch durch die Tür auf diese kleine dreieckige Terrasse. Nee, so wollen wir raus. Da ist also die Terrasse. Und hier die Aussicht. Ob wir nach rechts schauen, es ist überall wunderschön, wie das eben im Komitat Solo immer ist mit der Landschaft.
Hier auf dem Berg haben viele deutsche, österreichische und Schweizer Familien eine Immobilie und auch sehr, sehr viele Schweden. Manche leben das ganze Jahr über hier, manche benutzen die Immobilien nur als Feriendomizil. Der Balaton ist ja in der Nähe, das Bad Solokoros, der Thermalkurort Hevis auch. Also man hat eine ganze Menge an verschiedenen Orten, wo man hingehen kann, wo man baden kann, wo man es sich gut gehen lassen kann. Das Haus ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht an dem Typ des Gebäudes liegt oder an der Größe des Grundstückes, ob etwas eine Ortsimmobilie ist oder eine Saatgärte-Immobilie ist. Es liegt einfach an der Klassifizierung im Grundbuchamt. Aber vor kurzem haben wir ja auch geklärt, dass es keine komplizierte Sache ist, so ein Saatgärt zu kaufen. Es dauert halt etwas länger, aber man kommt genauso erfolgreich zum Abschluss, auch wenn es einige Monate dauert.